Mann, meine Frau hat gesagt, ich würde richtig doof aussehen und dass ich endlich mal mir einen neuen Haarschnitt holen soll. Aber ich weiß halt einfach nicht was. Die Friseure haben einfach keine coolen Angebote mehr. Was ist das denn? Für einen Dollar ein Taler von Haarschnitt? Was soll denn das sein? Ich würde mich einfach mal informieren gehen. Entschuldigen Sie, hallo? Arbeiten Sie Hallo? hier oder zählen Sie einfach Guten nur das Geld Tag. fremder Leute? Ich zähle Geld, das macht mir sehr viel Spaß. Brauchen Sie zufällig einen neuen Haarschnitt? Was ist denn ein Denn Taler von Haarschnitt? wir haben einen Taler von Haarschnitt. Sobald Sie diesen Haarschnitt haben, werden Sie nicht nur extrem aussehen wie ein cooles Telefon aus den alten Tagen. Nein, Sie werden auch extrem gute Luftkicks können. Von ganz allein, denn die Aerodynamik in der Drehung, zuerst die Hüfte, dann die Haare, das ist die Technik. Der Tornado-Kick wird so extrem, dass das Wetter sich verändert. Sie werden Wolken und Atome spalten, wie mit einem extrem scharfen Messer. Von Schlammerzonen, von Talerzonen. Bestellen Sie Irgendwie jetzt werden das Ihre Ansagen immer Talerzonen. inhaltloser und dümmer, habe ich das Gefühl. Wir machen die besten Ansagen. Außerdem haben wir auch Kartoffeln. Haben Sie sich schon unsere Kartoffeln angesehen? Haben Sie schon unsere preiswerten Ersatzkartoffelprodukte angesehen? Ersatzkartoffel. Diese Kartoffel hat noch nie Erde gesehen. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist doch wahnsinnig cool. Ah, Kartoffeln. Talatoffel. So, das ist alles auf ihrer Liste. Die braucht eine dicke Liste, du. Ich hab Kürbisse. Ganz viele von denen. Hier sind noch mehr Kürbisse. Wie viele hast du Keine bestellt? Ahnung, einfach so. Du sagst ja immer, denk big. Hol mir Ja, Regale. bei den Sachen, wo 40 Sachen in Regal passen, da kauft er drei Päckchen, aber Hol mehr irgendwie jetzt nicht. Regale, hast du gesagt. Und mehr Körben. Ja, wir holen ja gleich mehr Obstregale. Kommt ja von allem gleich bald mehr. So. Obstregal. Schalalalala, machst du Obstregal. Und dann, was haben wir denn hier alles nicht mehr an frischen, leckeren Obstsachen? Wo ist es denn hier? Früchte, Mango haben wir gar nichts mehr. Rote Paprika sind auch leer. Bumm. Roter Apfel leer. Wassermelon leer. Bams. Grüne Birne leer. Grüne Bären. Leer. Kokosnüsse auch leer. Putz. Oh, siehst du, da kommt schon wieder eine riesige Lieferung mit Kram. Eins davon ist so ein geiles Regal. Alter, die Kasse explodiert. Die stehen hier rum und schreien nach Tallerhühnchen. Habt ihr noch diese kleinen Hütchen mit den kleinen Spaschiele in dem Schnabel? Ich meine, das Tallerhühnchen? Nein, das ist aus im Moment. Was macht der Junge da, Hildegard? Und oh, der bedroht mich mit einem Schnabel. Der bedroht mich mit einem Schnabel. Oh Gott. Oh, wahrscheinlich doch in diesem neuen Laden, ne? Schnabelshop. Im Schnabelshop 24. Rund um die Uhr Notfallschnabel-Einkäufe. Kennen Sie das auch? 3 Uhr nachts? Sie brauchen dringend einen Schnabel, um eine alte Dame einzuschüchtern? Ich hab mir Tuckern-Schnabel geholt, Riesending, ey. Leute haben richtig Respekt vor meinem Tuckern-Schnabel. Ich hab mir dick Tuckern geholt. Aber so auf Viktor Schnabel-Basis. Ach ja, warte ab, ey, wenn Disney jetzt dann auch anfängt, Dönerbuden aufzumachen. Döner Disney. Alles im Dönerland. Was sind denn die roten Äpfel? Haben wir irgendwo noch rote Äpfel? Nee, ne? Ah, doch hier. Falafel und die 7 Soßen. Falafel und die 7 Soßen. Da kann man ein bisschen umsortieren. Just these, thanks. Also ich weiß nicht, was die Aliens mit diesen Kartons machen. Klick, klick, klick. Das ist irgendwie so eine Lebensform, wohnt da in unserer Presse. Nascht die Kartons, deswegen kriegen wir auch Geld ja, wie in dafür. Star Weil Wars halt. Ja.
ernährt sich eben von den Sachen, die da halt reinsiffen, ne? Goodbye. Alter, hier geht alles schon wieder leer. Wir haben keinen Platz mehr für Gemüse und Obst. Oh, ich hol ja schon wieder. Jetzt noch ein bisschen was. Hol ja schon wieder eine neue Theke. Was geht denn schon wieder alles leer? Das Gepäck ja, aber die geht haben, leer. Die haben bei unserem Supermarkt auch das Verkaufskonzept. Weißt du, sonst früher, wenn du reingekommen bist, war immer als erstes Obst und Gemüse. Mittlerweile sind da irgendwie nur noch Kochlöffel, Sparschäler und Pinsel. Aber da ist die Nachfrage halt groß, ne? Da ist die Nachfrage zurzeit größer als für Obst und Gemüse. Ist verrückt. Kann denn sein, dass Hundefutter auch immer so schnell weggeht? Warum ist die Nachfrage nach Hundefutter so krass? Ja, weil die Leute Hunde kaufen. Also keine Hunde, das kaufen nur Leute, die nicht Hundebesitzer sind. So, eine neue Gemüsetheke. Die ich dann direkt aufbauen werde. Natürlich, dass man mit hier auf dem Gemüsewagen noch was noch übrig war. Da kommen jetzt gleich viele unterschiedliche Waren rein. Ja, einfach dieses, immer bestellen. Diese grünen Pippi Energy Drinks haben wir auch nicht mehr. Von Pippi Sparstrumpf. Pippi Sparstrumpf. Kaka-Kotsocke. Kaka-Kotsocke, Alter. Ich hab schon mal eine Kotsocke gefunden, Alter. Tja, das glaub ich dir. Hab irgendwie so einen Trucker im Wald gemacht. Ich muss sagen, ich finde die kleinen Obstregale besser als die großen Obstregale. Ja, aber irgendwie passen die großen halt ein paar Artikel mehr, ne? Ja, aber irgendwie nicht, weil du ja diese Kästen dann auch da hast. Also ich weiß nicht, ob da wirklich mehr. Ja, aber geht. Du hast mehr Kästen. Du hast ja 6 Kästen, oder nicht? Ja, aber du kriegst ein Ding halt richtig voll, wenigstens bei dem anderen. Transaction complete. Transectomy complete. Transaktion. Complete. Transektomie complete. Transektomie, was ist das? Ah, die alte Pipi Kurzwelle. Welcome. Please begin. Gemüse auch noch im Regal ist, weil einfach alles, was im Lager, wie viele Avocados wir haben, weißt du? Statt immer Sachen aus dem Lager zu nehmen, einfach wird einfach immer gekauft. Naja, wir sind halt, wir treiben die Wirtschaft dadurch an. Ja gut, das ist unser Gemüse und so ist ja auch ewig haltbar. Deswegen, das ist ja das Tolle. Wir haben ja für immer Gemüse. Frisch, nicht frisch aus der Nicht-Natur. Aus der Nicht-Natur. Kokosnüsse haben wir auch noch. Kann ich direkt hier ins Lager stellen. Ja, stell sie halt rein. Irgendwann kommen die ja weg. Ich meine, wir hatten viele Zwiebeln, die sind auch weg. Naja, irgendwann kaufen die Leute das. Scheißen sie einfach so lange zu, bis sie es fressen. Wie die Profis. Alter, hier Rooster Flakes. Mit Schnabel von gequälten Gockeln, das knallt immer noch gut rein. Schnabelanteil in unseren Cornflakes ist jetzt erhöht worden, habe ich gehört, ne? Ja, der Schnabelanteil wird immer hochgehalten. Ja, die Kinder lieben Schnäbel. Ja, Schnäbel halt und Klauen, das ist so ein Ding, das mögen Kinder. Kann man schön weich kauen.
Da kommt gleich der nächste LKW. Hier schon mal ein. Ja, aber ich stell den Wagen mal weg, weil der LKW sonst verglitscht, wenn der im Weg steht. Wie sich gleich die Entbindungscracker holt. Was die Entbindungscracker kann Wehen auslösen. Ich bin im 9. Monat schwanger. Exactly. Ich war nicht mal schwanger und hab Wehen bekommen. Heißt sie aber nicht irgendwie sowas wie Entbindung oder so? Exactly what I was looking for. Die Entbinder-Cracker sind sie auch Entbinder. Haben sie auch Probleme beim Blitz-Entbinden in letzter Zeit? Probieren sie uns Entbinder-Cracker. Die Geschichte vom einsamen Entbinder. Immer musste ich entbinden und nie habe ich Cracker bekommen. Das Problem gibt es jetzt nicht mehr. Alter, die Geräusche. Vom einsamen Entbinder auf der Ranch schlabber die Nudel. Das Beerdigungsbier ist angeblich leer. Haben wir bestimmt noch was im Regal, oder nicht? Weiß ich nicht. Erst gucken, bevor du wieder 3 Kannen bestellst, die dann 3 Wochen da rumstehen. Granola, you're getting older. Was ist denn hier auf dem Dorf? Turksen, Achtung, Schneider. Das ist weiß, das ist so weiß. Nee, wir haben wir nicht. Na, hab ich bestellt. Aber das ist anscheinend so gut wie leer. Die Marmelade, die Nesselsucht auslöst, ist im Moment auch sehr beliebt. Die Nassnessel-Marmelade. Ich hab so einen nassen, triefenden Ausschlag bekommen. Ich hab Sekundenkleber drauf gemacht, alles so gut. Der Sekundenkleber war ursprünglich so, sollte das mal was zum Wunden verschließen sein. Oh, wird ja hier und da mal auch verwendet. Hier eine Fuhre Mehl. Exactly what I need. Exactly what I need. So nice. Und Kopf Borat bei uns ein. Alter. This is perfect. Welcome. Please scan your first item. Your item is a big cock. So, na, ja, aber guck mal, die schwarzen kleinen Limo-Dosen sind fast alle weg. Ja, jetzt werden die abgegrapscht. Exactly what I need. Ja, fast alle weg. Putz. Weißt du, wir haben am Anfang auch so Kehlkopfgesang, wenn du das Ding schließt, dann gibt er sich richtig. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, dann können wir upgraden. Jetzt gerade ist aber auch eben kein hoher Kundenkadenz mehr hier. Nee, gerade, obwohl wir alles im Sortiment haben, ne? Wir haben eigentlich gerade einen richtig gut aufgestellten Markt, der eigentlich alles hat. Gelber Energy Small fehlt, sehe ich direkt. Auch auf der Rückseite geguckt? Ja. This looks good. Ich kenne mich aus im Geschäft. Ich weiß immer genau, was ich tue. Ich kenne mich aus. Gelbe Dose. Haben wir aber die schmale gelbe Dose nicht? Nee. Gibt es eigentlich auch eine kleine blaue? Weil die haben wir dann auch nicht. Weiß ich auch nicht. Nachbestellen. Im Computer steht immer alles drin.
Im Computer steht immer, was wir im Regal haben. Aber nicht Lager, das ist das Problem. Wenn da noch Lager beistehen würde, wäre das noch vernünftiger. Ja, aber vielleicht macht das ja demnächst. Er ist ja am Arbeiten. Spiel hat Hype, dank uns. Spiel hat Hype, Leute sagen, ich verkaufe nur Nudeln, nur ein Produkt in meinem Shop. Und ich bin erfolgreichster Laden der Welt. Weil es sind gebrauchte Nudeln. Großmütter hassen diesen Trick. Oh, die Erbsen gehen aber auch gut weg hier, ne? Die Kenosha Chernobyl-Erbsen. Die Chernobyl-Erbsen, Alter. Die im Mund so schön aufploppen und Strahlung freisetzen. Seitdem leuchtet mein Kiefer immer so schön. Mal gucken, ob ich ein bisschen Gemüse loswerde hier. Ich nehme einfach so ein bisschen, lad das mal hier drauf. Immer ein großes Portfolio. Hast du die kleinen gelben aufgefüllt? Nö, kam ja noch nicht an. Okay. Mann, er hat irgendwas mit seinem After. Naja, klar. Gibt auch ganz schnell Riss-After, wenn man zu viel hier... Riss-After? Ich hab wieder einen porösen After. Der Dehnungsstreifen im Anus. Na guck mal, da kannst du hier auch so ein bisschen... Könnte man mal hier so ein bisschen zack. Zack, 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 zack. Was ist das denn? Das rote Äpfel? Ausprobieren hier. Sind das rote Äpfel? Ja. Heißt, wir haben Donner. Angeblich gehen bei uns langsam die grünen Paprika irgendwie flöten, stimmt das? Ja, wenn keine mehr im Lager sind und zeigt, wie gesagt, der anders hier vorne liegt. Aber jetzt erstmal wieder Small Energies. Da sind Leute am Penis dabei. Und hier war da irgendwo noch was. Alter, wie viele Melonen kauft? Die bestimmt doch nicht. Hat die Melonen ohne Ende gekauft? Hier hat das. Ein Evermelon. Ein Evermelon? Der Evermelon. So, die schmalen kleinen gelben sind wieder da. Trinke ich am liebsten. Seit Jahren kein Energy mehr getrunken. Nö, ich hab das noch nie gerne getrunken. Also ich war noch nie ein Fan von Energy. Hat mir noch nie geschmeckt. Für mich ist das ekelhaft. Ja. Ja, genau so klingt das. Das war auch immer, sagt der eine. Sind hier Chipotle-Cookies? Wo kommen die? Achso. Chipotle-Cookies. Die Chipotle-Cookies. Nee, das sind die gar nicht, das sind die andere. Die hier. Hä, wo sind denn? Sind das alles die? Achso, ich dachte, wir hätten ja auch Chicken-Dings dabei. Das Bits, Turksen. Die kommen vorne hin. Aber wir Turksen gar nicht im Regal, ne. Aber wahrscheinlich voll viel im Lager. Ja, ja, haben wir, aber im Regal war einfach nichts mehr. Turksen war leer. Nur echt mit dem Sahneknacker. Mögen Sie auch den Geschmack von Bier und Sahne im Mund? Von Bier und Sahne. Eine Kugel aus Bier, Brot, Fusionsküche. Bier, Brot und Sahne. Schmeckt wie abgelaufenes Karamalz. Kleine Krone, haben wir die noch? Ja. Muss aufgestockert werden. Oh, jetzt ist auf einmal wieder hier in der Kasse Hochbetrieb, oder was? Ab und zu muss auch nochmal den Chef abkassieren.
War schon lange keine mehr kaputt, hä? Oh, ich hab hier und da mal schon eine gefixelt. Ja, aber so richtig, dass die Leute Stromschläge kriegen, war schon lange... Nee, also sabbern vor der Kasse muss ich schon lange keinen mehr wieder beleben. Mit dem Stock so wegschieben, weißt du? Passen Sie ihn nicht an, er steht unter Strom. Just what I was after. Hier nochmal die große Dose. Wo die empfohlene Menge Taurin exactly weit überschritten sein soll. Was? Taurin. Ja, Taurin. Oh, irgendwo einen leeren Karton, weil ich hier was umräumen muss, aber irgendwie sind keine mehr da. Eine neue Kreis Industries Erfindung, Turbin, weißt du? Das ist Taubenurin, der macht so intensiv Energie geladen. Turbin. Nur echt mit dem Gurren. Dem gurkigen Gurren. Bin ja schon da, ja, ist ja gut. Hier, ich swipe. Sind die Bestellungen zu Ende oder wie? Bitte. Swipe weiter. Ne, gerade nicht, ich muss gucken. Was gerade wieder leer geht. Weil hier ist gerade Hochbetrieb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitte sehr. Ich bin gerade an der Kasse und da ist eine Schlange. Was kriegen Sie zurück? 32.10. Just these, thanks. Thanks for the quick service. Was heißt denn vorne dieses Einheiten in der Reihenfolge? Ist das. Nee, das ist, glaube ich, in der Kartonage drin. Ach so. Ach so. Okay, verstehe. Exactly what I need. Ah, Gemüse bestelle ich jetzt erstmal nichts. Gucke ich noch im Regal später. Zwiebeln hier. Energy Drink grün. Haben wir das noch im Lager? Eins, das fülle ich gerade auf. Dann ist es leer. Achso, okay. Aber ich gehe mal durch und sag dir durch, was du bestellen sollst. Wir brauchen. Ich hab doch stehen. Es steht doch hier. Ja, aber ab und zu finde ich, hat das auch so eine. Wir brauchen auf jeden Fall Chicken Noodles. Chicken Noodles und wir brauchen die Boom Tarts. Davon kannst du mal so 3-4 Packungen holen. Und wir haben auch diesen ethnischen Reis nicht mehr. Der geht auch leer. Und dann auch noch ein bisschen Chips. Was, mexikanischer Reis? Ja, der geht leer. Hier steht, wir haben 71 Packungen davon im Regal. Das Regal ist halb voll. Ja, es sind noch 71 Packungen. Ja, aber wie schnell sind die leer? Basmati geht gut weg. Das ist auch halb leer. Yes, found it. Ich kaufe erstmal hier nur, was rot ist. Jetzt habe ich zu wenig geholt. Ich wollte eigentlich 8 Packungen holen. So, und die Folge ist auch schon wieder rum, ne? Also der Chef fängt hier schon wieder mit Feierabend, Jungs. Exactly. Nee, kann nicht sein. Oh, Chef. Ist der für immer laden? Basmati sagt, it's vorbei. Basim. Was kosten überhaupt die neuen Produkte dann? Store Level 3,5. Ja, sind wir auf dem guten Weg. Ja. Brauchen wir aber auch wieder Regal. Weil, was ist das für ein schwarzer, merkwürdiger. Wir haben ja noch ein komplett leeres Regal. Ja, das ist irgendwie so ein Blackstorm. Wer ihn nicht kennt und mag, ist ein Rassist. Schwarzstürmer. Achso, das ist ein Doppelregal, ne? Ja, egal, erstmal hier. Kartoffeln gehen leer. Was? Nice. Ja, vorhin waren noch zwei Dinger da, aber jetzt vor dem großen Sturm holen sich alle nochmal eine Potato. Ja. Na, siehst du, wie schnell auch die Kürbisse leer gegangen sind? Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Tschüss!